Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Herr Dr. Schuster, schlimm genug, dass es sowas überhaupt gibt und dass es zunimmt. Wieso nehmen die Fälle denn zu? Aber man muss, ich beziehe das jetzt auf Deutschland, Bayern oder Deutschland, da ist in der Hinsicht kein Unterschied. Es gibt seit, ja, man muss fast sagen, Jahrzehnten Statistiken, die hat einmal der Stern erhoben und wird alljährlich immer wieder kontrolliert. Und in diesen Statistiken finden sich immer so 18%, 20%, 21%, 19%, also roundabout 20% der deutschen Bevölkerung, die antijüdische Ressentiments haben. Diese Zahl ist seit Jahren konstant. Sie hat nicht zugenommen. Was zugenommen hat, ist Antisemitismus in Wort und in Tat. Im Klartext, man getraut sich wieder das zu sagen, was man vielleicht lange Zeit gedacht hat, aber sich nicht getraut hat zu sagen. Und aus Worten folgen Taten. Wieso kommt es dazu? Und Sie haben es bereits vorweggenommen. Ich sehe einen maßgeblichen Anteil hier an den sogenannten sozialen Medien, am Netz, denn hier lässt sich relativ unverblümt, zum Teil auch anonym, eine ganze Menge verbreiten und es ist relativ einfach, in seinen Computer, Laptop oder was man hat, Hassbotschaften einzugeben und diese dann einzustellen. Dazu kommt auch noch, dass es bei manchen, bei sogenannten Messenger-Diensten, ich denke da an Telegram, schwierig ist, dagegen vorzugehen, auch juristisch dagegen vorzugehen. Darin sehe ich in diesen Dingen eigentlich die Hauptursache der Zunahme. Und wenn es natürlich auch politische Parteien gibt, die leider in allen Landtagen sind, die im Bundestag sind, die sich auch nicht scheuen davor, mit Hassbotschaften in den deutschen Parlamenten zu operieren. Auch das sind alles klare Ursachen dieser Entwicklung. Frau von Schnurbein, Antisemitismus gibt es ja eigentlich überall. Schauen wir auf den Sport, in die Kultur, auf dem Land, in der Stadt, in der Schule, an Unis und auch am Stammtisch. Das bedeutet eigentlich, es gibt keine Grenzen und es scheint auch in allen sozialen Schichten vorzukommen. Ja, in der Tat, Antisemitismus ist nicht gebunden an die Ausbildung oder an das Niveau der Bildung. Und es ist nicht gebunden auch an die verschiedenen Herkünfte. Leider sehen wir auch in Europa, ist es auch nicht gebunden an bestimmte Länder, sondern wir sehen in ganz Europa eine Zunahme des Antisemitismus, ob er jetzt von rechts kommt, von links, aus dem muslimischen, islamistischen Milieu oder, und das ist, glaube ich, das, was oft das Schwierigste und das Unverständlichste ist, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Ja? Und wenn wir in die Extreme gehen, dann ist oft der Antisemitismus die Ideologie, auf die sich alle einigen können. Ja, und aus der Mitte der Gesellschaft ist es, denke ich, oft eher der Alltags-Antisemitismus, die Bemerkung. Ich kenne selbst auch Kollegen, die sagen, ich sage nicht, dass ich nach Israel fahre, weil ich habe keine Lust auf einen Kommentar, dass ich denen mal erzählen soll, wie man Menschenrechte wirklich schützt oder solche Ausdrücke, die einfach zeigen, dass es sehr, sehr wenig Verständnis gibt gegenüber auch einer Identität und dem jüdischen Leben insgesamt und wie sich das ausdrücken kann. Musik